Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Metal Resistance Box von Baby Metal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Metal Resistance von Baby Metal. Das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zweite Album der Band Baby Metal. Wir haben hier eine quadratische Box, in schwarz gehalten das Ganze, und auf dem Cover der Box haben wir hier den goldenen Schriftzug, den Bandnamen Baby Metal, und darunter haben wir eine Szene aus dem Weltall scheinbar. Sieht so aus wie solche Planetenringe, beziehungsweise sieht so aus, als würde hier gerade etwas explodieren und auseinanderreißen. Also wie so eine Supernova oder ein Sternenplanet, der hier gerade explodiert ist. Hier auf der Seite auch nochmal diese Ellipsen, diese Ringe. Auf der rechten Seite Baby Metal, Metal Resistance. Oben nochmal die Ellipsen und links die Schriftzüge. Auf der Unterseite haben wir die Infos zum Album, also die Tracklist. 12 Stück haben wir hier drauf. Dann haben wir links noch die Infos zum Boxinhalt. Also inkludiert CD, Album, Metal Resistance und ein exklusives T-Shirt in der Größe L. Und auf der rechten Seite haben wir das Ganze nochmal veranschaulicht. Darunter die Beteiligten und ein Barcode, der ist hier so etwas merkwürdig draufgeklebt worden. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen die Box in weiß. Als erstes haben wir hier einmal das Album an sich. Und dann haben wir hier noch ein Shirt mit dabei. So, weiters gibt es hier nichts. Wir machen die Box wieder zu. Packen sie auf die Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Ein reguläres Toolcase haben wir hier. Das Cover, das gleiche wie auch schon das von der Box. So sieht das von der Seite aus. Also auch hier lesen wir wieder Baby Metal, Metal Resistance. Das Ganze ist erschienen über das Label Ear Music. Auf der Rückseite wieder die Tracklist, 12 Stück, Beteiligte, Barcode, okay. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, beziehungsweise es ist mehr so ein Einleger, recht dünn. Auf der linken Seite die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer hat hier mitgewirkt. Darunter dann noch die Credits zum Album und auf der rechten Seite die drei Personen, die Baby Metal bilden. So sind die hier aufgelistet. Okay, darunter noch die Website und die Rückseite in schwarz. Also sehr minimalistisches Booklet, aber die wichtigsten Infos, die Credits, die sind hier mit drauf. Die CD ebenso minimalistisch, in schwarz gehalten und dann hier in so einem glänzenden Aufdruck der Albumtitel und die Infos. Und die Rückseite in schwarz sieht so aus wie so ein Planet, ein verdunkelter Planet oder gerade im Schatten, nur ganz unten und ganz oben hier so leicht zu sehen. So viel zum Album. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Und dieses Shirt hat, wie zu erwarten, auch wieder das Cover hier abgebildet. Also hier Baby Metal mit diesem goldenen Kreis mit dieser Explosion hier darunter. Auf der Rückseite ist das Ganze glatt in schwarz gestaltet, also kein Aufdruck. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Es gab dieses Shirt einheitlich nur in Größe L, also in allen Boxen war dieses Shirt in Größe L. Größe konnte man sich nicht auswählen. Das war einheitlich. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Und natürlich das Album an sich, Metal Resistance, im regulären Toolcase mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Metal Resistance von Baby Metal.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr Baby Metal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.